bin Ronja, ich bin 26 Jahre alt, ich bin Konditormeisterin, komme aus Berlin und studiere jetzt Ökolandbau und Vermarktung. Und nebenbei arbeite ich bei Domberger Brotwerk, einer sehr guten Bäckerei in Berlin, und bin Slow Food Use Aktivistin. Ich bin gerne Konditormeisterin, aber es reicht mir nicht, denn ich möchte in einem nachhaltigen Ernährungssystem arbeiten, mit guten Zutaten, aus nachhaltiger Landwirtschaft. Deswegen studiere ich Ökolandbau, um das Lebensmittelsystem besser zu verstehen, um zu verstehen, wo wir ansetzen müssen, damit wir alle gute, faire, saubere Lebensmittel haben können. Das hat einen immensen Einfluss, zum einen auf die Qualität, auf den Geschmack, aber natürlich können wir damit auch entscheiden, was für eine Art von Landwirtschaft unterstützen wir. Wir brauchen eine klimafreundliche Landwirtschaft, die Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität fördert und schützt. Artgerechte Tierhaltung muss her und wir müssen kleinbäuerliche Strukturen aufbauen. Die Pandemie hat mir gezeigt, dass es mehr Wertschätzung braucht für diese Berufe und auch für Lebensmittel. Und es geht nicht, dass Julia Klöckner nur im Interesse einer auf Wachstum ausgerichteten industriellen Landwirtschaft Politik macht. Es muss sich was ändern. Wir gehen im Januar auf die Straße, weil immer noch nicht genug passiert. Weil die Ernährungswende jetzt kommen muss und weil die Politik nicht genug macht.